Mann, die smarteste Community auf YouTube. Herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich euch zum Rückspiel unseres allerersten United-Gruppenspiels. Unser erster Gegner wird wahrscheinlich der Favorit werden aus der Gruppe. Und zwar ist das FIFA. Heute geht es im Rückspiel gegen Erne. Denn gegen Stefan habe ich schon gespielt. Das war das Hinspiel. Das kommt auch zeitgleich online. Checkt das auf jeden Fall unten in der Videobeschreibung an und guckt euch das auf jeden Fall zuallererst an. Denn das ist ganz, ganz wichtig. Ich würde natürlich mich riesig freuen, wenn ihr auch auf dieses Video einen Daumen nach oben da lasst. Lasst sehr gerne Liebe da bei FIFA, bei Erne, bei Stefan und natürlich auch bei allen anderen Teilnehmern und vor allen Dingen auch bei unserem zweiten Gegner aus der Gruppe, und zwar wird das Steini werden. Das wird auf jeden Fall noch nächste Woche kommen. Ich bin sehr, sehr gespannt. Ich hoffe einfach, dass wir hier wirklich gut performen werden. Das erste Spiel haben wir ja, wie gesagt, schon gespielt. Das Hinspiel, das spoilere ich euch in 3, 2, 1. Wir haben leider Gottes 2 zu 1 gegen Stefan verloren. Man muss aber auch dazu sagen, ich glaube, wir beide waren sehr, sehr unzufrieden, was die Connection angegangen ist. Ich weiß nicht, woran das Ganze liegt, wie das Ganze zustande gekommen ist. Wir haben beide unsere Internetverbindungen getestet. Die waren komplett normal und trotzdem hat es geleckt. Also keine Ahnung, Grüße gehen da raus an die EA-Server. Trotz alledem möchte ich euch natürlich mein Team nicht vorenthalten. Das folgende Team, was wir uns aufgebaut haben mit insgesamt 43 Toren und ich glaube insgesamt 39 Toren von Shinoda, ist dieses hier. Ihr habt euch für Ben Yedder entschieden. Erstmal vielen, vielen Dank für den Move, dass ihr sogar gesagt habt, hey, wir wählen Donnarumma, um dann zu sagen, Chris, du kannst dir einen der Viers raussuchen, die ihr halt eben, oder den du am meisten möchtest. Ich persönlich wäre vielleicht sogar eher auf De Bruyne oder Renato gegangen, weil ich dann enge Raute hätte spielen können. Trotz alledem ist es Ben Yedder geworden und ich muss euch eins sagen, das war eine gute Wahl. Ben Yedder hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Wir werden anfangen in der 4-2-2-2-Formation, gucken dann, wie es läuft. Ich habe dann noch natürlich eine Formation für die enge Raute, eine Formation, um Druck zu machen im 3-5-2, falls wir hinten liegen sollten. Ich bin sehr, sehr gespannt. Im Endeffekt lassen wir uns überraschen. Ich habe unfassbar viel Bock, da Gas zu geben. Gegen Erne wird es auf jeden Fall nicht einfach. Ich habe mit ihm letztens ein Turnier gecastet. Da habe ich ihm meine kompletten Tricks verraten. Und dann habe ich gesagt, Erne, wir dürfen aber nicht gegeneinander spielen. Ja, perfekt. Grüße gehen raus. Jetzt spielen wir gegeneinander. Ich lade jetzt Erne ein. Wir starten rein. Unsere beiden Auswechselspieler, 300k hat noch zur Verfügung. Ist unter anderem einmal ein Kunku geworden, plus Atal. Insgesamt 300k haben wir da erspielt. Vielen Dank für den Support. Wieder mal auf diese ganzen Folgen. Ihr habt wieder abgerissenes Zons. Deswegen großer Dank geht raus an jeden Einzelnen. Ich will nicht lange labern. Wir starten rein ins Spiel. Numero uno. DOS, weil ist ja das Rückspiel gegen Erne. Vollgas, Power, Spotify-Playlist, Volllast und los. Abfahrt ist angesagt, heute mit AC/DC. Ich bin heiß, wir starten rein. Come on, Erne, ich wünsche dir ganz viel Erfolg. Push dich, Chris. Come on. Ja, 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 Erne, der Trick ist gut. Ah, den kann ich auch, Erne. Nein! Oh. Schön. Maribel! Oh mein Gott, was? Puh. Danke, Silberspieler. Nein, nein, ich kann nicht wechseln. Oh. Haben wir. Oh, Donnarumma, bester Mann. Wichtiger Ball. Gute Parade. Oh, macht er gut, macht er gut. GG. Schwierig. Ja, perfekt, Chat. Ich bin zu nervös. Jedes Mal dasselbe. Das zweite Tor war absolut unnötig. Darüber brauchen wir nicht reden. Aber sonst verdiente Führung. Wir haben die ersten zwei Chancen, wenn wir die machen, Chat. Wenn wir die machen, dann sieht es vielleicht ein Stück weit besser aus. Wir werden direkt jetzt schon mal wechseln. Wir gehen auf die enge Raute, die mir einfach persönlich ein Stück weit besser liegt. Wir werden
wahrscheinlich Atal einwechseln. Und dann mal gucken, wie es damit läuft. Hilfe. Ah, es ist ärgerlich. Die ersten beiden Chancen hätten wir halt machen müssen. Aber okay, wir machen weiter. Komm on. Gut so. Schneller spielen. Chinola. Hey, die Bälle kommen bei ihm nicht. Warum kommt die nicht? Der ist so gut, was Verteidiger angeht. Mann! Ja. Ja. Mach ihn. Come on, wir sind da. Chinola, let's go! Wichtig, wichtig. Donnarumma, bester Keeper. Ich sag euch, wie es ist. Mann, was mache ich nur? Ich komme nicht zum Abschluss, Männers. Hey, das gibt es nicht. Ich krieg den Ball wieder nicht. Muss ich. Oh, come on. Oh, wie kann ein Spiel jetzt... Oh. Kurz tief durchatmen. Im Endeffekt, ja, der Sieg geht definitiv in Ordnung. Darüber brauchen wir nicht reden. Wir haben unsere Chancen vorher nicht gemacht. Gerade am Anfang haben sie hinten bekommen. Aber wie wir sie bekommen haben... Ich habe mir eins selber reingehauen. Eins, das Eigentor von Kimpembe. Das letzte, wo der Marquinhos sich zum Ball gehen kann. Es tut wirklich weh. Hey, ohne Scheiß, es tut weh, dass wir das verdient verloren haben. Darüber rede ich nicht. Ernie, Stefan, GG zu den 6 Punkten. Also Real Talk. Sensationell gespielt, richtig gut gemacht. Aber wie wir die Gegentore bekommen haben, war halt so belastend. Eins hätte man definitiv verhindern müssen, indem es war meine eigene Dummheit. Darüber brauchen wir nicht reden. Das Eigentor ist halt bitter, gut passiert. Und das letzte, ja, gut. Aber was willst du machen? Ja, das war's sozusagen von dem Spiel. Das heißt jetzt, wir gehen halt mit 0 Punkten jetzt erstmal raus. FIFA ist durch mit 9 Punkten. Jetzt geht's gegen Steini. Steini hat insgesamt, wenn mich nicht gerade täuscht, 3 Punkte, der hat ja gegen Stefan gewonnen gehabt. Heißt, wir müssen halt gewinnen. Ne? Sonst sind wir leider Gottes raus. Heißt, Endspiel, Steini gegen meiner Seite aus. Ich bin sehr, sehr gespannt, wie das Ganze ausgehen wird. Vergesst auf jeden Fall trotzdem nicht, einen Daumen nach oben zu geben. Lasst ganz viel Liebe bei Arne und Stefan da, das würde mich riesig freuen. Kuss geht raus und damit sehen wir uns dann beim nächsten Video wieder. Macht's gut, haut rein. Von einem gebrochenen Mann. Ciao, ciao. Kuss, Kuss.